Hast du schon einmal darüber nachgedacht, ob dein Körper genügend Eisen bekommt? Eisen ist ein lebenswichtiger Mineralstoff, der für die Leistungsfähigkeit unseres Körpers unerlässlich ist. Ohne eine regelmäßige Zufuhr von Eisen über die Nahrung kann der Körper nicht richtig funktionieren. Heute zeigen wir dir 5 Anzeichen, die darauf hinweisen, dass dein Körper möglicherweise unter Eisenmangel leidet. Bleib unbedingt bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Nummer 1. Vergesslichkeit und Konzentrationsschwäche. Eisen ist nicht nur wichtig für den Körper, sondern auch essentiell für die Entwicklung und das Funktionieren des Gehirns. Dein Gehirn braucht Eisen, um optimal arbeiten zu können. Wenn es zu wenig Eisen bekommt, kann das zu Symptomen wie Vergesslichkeit und Konzentrationsproblemen führen. Du fühlst dich vielleicht oft müde und geistig ausgelaugt. Das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass dein Körper nicht genug Eisen hat. Nummer 2. Haarausfall. Wenn der Körper nicht genügend Eisen bekommt, wird die Sauerstoffversorgung auf die wichtigsten Organe konzentriert. Bereiche wie Haare und Nägel werden vernachlässigt, was zu Haarausfall führen kann. Sobald der Körper jedoch wieder ausreichend Eisen bekommt, kann auch das Haarwachstum wieder normal weitergehen. Nummer 3. Depression. Wusstest du, dass Eisen auch für die Bildung von Myelin wichtig ist? Myelin schützt die Nervenzellen und hilft dabei, dass unser Nervensystem gut funktioniert. Außerdem spielt Eisen eine wichtige Rolle bei der Produktion von Dopamin, einem Botenstoff, der für Antrieb, Motivation und Glücksgefühle verantwortlich ist. Ein Eisenmangel kann daher zu depressiven Verstimmungen und Motivationslosigkeit führen. Nummer 4. Anfälligkeit für Krankheiten. Eisen ist entscheidend für ein starkes Immunsystem. Ohne genug Eisen kann dein Körper Krankheitserreger nicht effektiv bekämpfen, was dazu führt, dass du anfälliger für Infektionen wirst. Besonders Kinder und ältere Menschen sind hiervon betroffen. Eine ausreichende Eisenversorgung hilft, das Immunsystem zu stärken und Krankheiten besser abzuwehren. Nummer 5. Pica-Krankheit. Ein weiteres ungewöhnliches Zeichen für Eisenmangel ist die sogenannte Pica-Krankheit. Menschen mit dieser Krankheit haben das Verlangen, ungenießbare Dinge zu essen, wie Erde, Münzen oder sogar Seife. Studien zeigen, dass Eisenmangel einer der Auslöser für dieses merkwürdige Verhalten sein kann. Der Körper versucht auf diese Weise, den Eisenmangel auszugleichen. Hast du eines dieser Anzeichen bei dir schon einmal bemerkt? Sorge dafür, dass du genug Eisen zu dir nimmst, um diese Symptome zu vermeiden. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen nach oben und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Aktiviere auch die Glocke, damit du keines unserer neuen Videos mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.